Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, wir stehen hier in Moldawien. Moldau hieß es auf der Karte. Also das Land. Haben uns hier eine Spedition gekauft und ich denke, wir werden jetzt uns heute mal wieder einen neuen LKW leisten. Weil das ja schon, ja, einmal, wir haben jetzt so viele Firmen neu gekauft. Da tut es, glaube ich, mal ganz gut, wenn wir auch wieder einen LKW neuen holen werden. So. Volvo hatten wir gerade, Scania hatten wir gerade davor. Dann wären MAN, Mercedes, DAF oder Iveco in der näheren Auswahl. Ich guck mal spontan bei MAN. Online kaufen. Ach so, Händler muss ich erst auswählen, ne? Wäre von Vorteil. Online kaufen. So. Da wären dann die Art der TGX XXL eigentlich ganz interessant. Aber als nicht als 4x2 unbedingt. Aber der hat hier schon den starken Motor drin, ne? Dann gehen wir mal auf den da. Ausführung ändern. Farbe geht ja mal gar nicht. Fahrerhaus. Fahrerhaus passt. Das gefällt mir ganz gut. So. Da brauchen wir natürlich 6x4, weil wenn wir auch mal Schwertransporte machen wollen, ist das dringend nötig. Weil hier seht ihr ja 6x2, schwer gut, nicht wirklich gut. So. Motor. 650 PS, stärker geht nicht. Okay. Getriebe, 12 Gang, Retarder ist auf jeden Fall schon mal Pflicht. Also da seht ihr aus, das macht auch schon was aus mit dem Schwertransport. Der wäre besser. Oder wir nehmen den 16 Gang Retarder. Der ist auch nochmal besser für Schwergut geeignet. Machen wir. Dann, exklusiv. Was ist der Unterschied? Exklusiv sieht schon was schicker aus. Okay. Farbe. Ja, die geht wie gesagt überhaupt nicht. Shadow Grey. V8 Black. Ja. Muss jetzt auch nicht sein. Nein. Nein. Benutzerdefinierte Metallic-Farbe. Ich könnte mal wieder ein schönes Grün oder so nehmen, ne? Kommst du mit? Ach so. Das ist so. So? Nein. Aber so ein schönes dunkles Grün. Das finde ich hat durchaus was. Mischen wir da noch ein bisschen helleres drunter. Dann machen wir mal so. Da scheint dann so Silber durch. Doch, das gefällt mir ganz gut. Nehmen wir mal die Farbe. Ich hatte mal ein Auto in so einem dunklen Grün. Peugeot war das allerdings. Jetzt schauen wir gerade nochmal hier weiter. Aber ich glaube,
So, diese Fischschuppen, das ist gerade nicht meins. Winter muss jetzt auch nicht sein. Across the Ocean. Nee. Aber wir nehmen den jetzt einfach mal in der Farbe. So, Zubehör. Hauptspiegel. Lack. Lack ist gut. Nein, keine Fahne. Ach, das ist da das Emblem. Nö, das lassen wir jetzt mal weg. Nö, will ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht. Frontbügel. Das sieht etwas gewagt aus. Sehr gewagt. Das würde vielleicht auf einen Roadtrain oder so besser passen. Machen wir mal sowas Dezentes. Ja. Machen wir ein paar Lampis dran. Ich glaube, bei dem Volvo hatten wir auch schon so einen dezenten, oder? Das passt aber hier ganz schön rein. Von daher. Sonnenblende. Könnten wir die hinmachen? So, was haben wir hier unten noch? So, den Unterfahrschutz. Oder eher so. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ach so, das sind die Auftritte, okay. So, die machen wir in Lack. Ach so, das war das Emblem wieder. Hier oben brauchen wir noch. Machen wir übers ganze Dach. Könnten wir eigentlich. Da brauchen wir hier die. Die da. Ach so, oder? Haha. So, dann können wir hier vielleicht noch da so Terre hinmachen. Und hier vorne machen wir dann noch. Wenn ich die dahin mache, dann verdecken die so das Licht. Das ist dann auch doof. Drei reichen. So, Räder. Michelin X-Line Energy F. Ach so, hier kann ich noch, ich habe gerade überlegt, warum geht die Farbe auf, aber ich kann hier, könnte hier die Bezeichnung färben, will ich aber nicht. So, X-Line Energy F, da wurde mir gesagt, das sollte ich auch gucken, dass wir die für hinten nehmen. X-Line Energy Z, D, F gibt's nicht. Aber nehmen wir auch die X-Line. Würde ich mal sagen. So, Felgen. Gibt es spezielle MAN? Es gibt diese Fury Chrome, Fury Gloss. Nehmen wir die mal. Mittelteil. Black Edition. Und dann machen wir so einen Deckel drüber. Hihi.
MAN, nehmen wir den mit MAN-Logo. So. Hier dann das gleiche Spielchen. Da können wir auf Standard bleiben. Gibt's ja auch MAN. DAF. Ne, es gibt nur DAF. Das ist schade. Nehmen wir den Vanity und Chromschrauben natürlich. Na gut, nehmen wir keine Chromschrauben. Vanity deckt das ja quasi ab. Achso, welche Felge hatten wir denn da? Standard, warum denn das? Chrom, so, Dark Silver Chrom. Vanity? Nee. Achso, nee, da hatten wir die. Und hier hatten wir die, genau. So, passt. Ich glaube, mehr können wir gar nicht einstellen, oder? Doch, Innenraum natürlich. Das Innenräumchen natürlich noch. So. Da könnten wir einen Laptop oder eine Tasche hinlegen. Reisetasche. Hier unser Standard. Da geht nur das Raven, das will ich gerade nicht. Das ist der Spiegel, den. Der ist halt da. Da gibt es auch nur den. Was können wir denn. Da können wir so ein Dash-Ding hinmachen. Ein DAF-Leder-Portemonnaie? Nein. Handy legen wir mal dorthin. Was kann ich denn annehmen? Legen wir das Handy dahin. Und machen das da weg. Ja. So war das nicht gedacht. Dann machen wir da. Portemonnaie hin. Oder machen wir das Portemonnaie hin und hier dann Tässchen Kaffee oder sowas. SCS Coffee. Genau. Da geht nur das Fahrerschild, das will ich gerade aber nicht. Achso, da mal Navigation brauchen wir nicht, das haben wir ja hier. Lenkrad haben wir schon, das exklusiv. Das hat halt die dunklere Prallplatte. Sieht schicker aus, finde ich. Ja, dann sind wir auch schon am Ende mit dem Innenraum. Ne? Auch da kann man noch was hinmachen. Das ist die Sonnenblende. Ne, das ist. Ich meine, da bin ich irgendwie kein so Freund von. Da sowas. Ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Da was hinhängen, da könnte man noch drüber schwätzen. Machen wir einen Glücksklee hin. Müsst vielleicht mal nach Mods gucken, was es da Interessantes gibt. Aus dem Bereich. Wäre noch eine Idee, ne? Ja, für die Mitte, da brauchen wir nichts. Ich denke, die zwei Sachen reichen dort. Ja, dann würde ich sagen, bestätigen wir das Ganze mal und fahren jetzt einen grünen MAN kaufen. Wähle zuerst die Zielgarage aus. Jetzt haben wir das hier wieder irgendwie vergeigt, ne? Brick packen wir sie mal dorthin. Okay, weil jetzt will ich ihn erstmal eigentlich selber fahren. Fahrermanager. Ich.
Standort ändern. Der kommt jetzt dorthin. Genau, Fahrer brauchen wir. Wen nehmen wir denn? Den Wladimir, den Philipp, Ahmed, Jano. Karel. Da hat eine Zahnlücke. Darko. Ich denke, macht das schon Sinn, dass wir einen guten nehmen. Dann nehmen wir den Philipp, oder? Der ist schon relativ gut ausgebildet. Einstellen. Ja. So. Dann haben wir den MAN. Standort ändern. Wir gehen nach Düsseldorf. Kann ich nicht reinscrollen. Achso, Köln, genau. Den Standort, den fahren wir selber. So. Entschuldigung. Was wir nicht vergessen dürfen. Front- und Dachmontierungen. So. Dunkel ist. Ja, unser neuer. Man sieht nicht viel davon, ne? Fahren wir mal rein. Klanglich ist er ganz okay. So. Ja, das wäre dann unser neuer. Wurde gar nicht so schön präsentiert, ne? Schade eigentlich. Aber ja. Damit werden wir dann in der nächsten Folge losfahren. Werden wir uns einen neuen Auftrag suchen. Ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann mit dem neuen MAN durchstarten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.